Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer weiteren Folge Soul Mask. Im letzten Part, im letzten Part habe ich euch gezeigt, wie man denn die Karte aufdecken kann. Und was wir unbedingt noch machen müssen, ist uns Rüstung zu craften. Lasst auf jeden Fall einen Like da, abonniert und aktiviert die kleine Glocke, wenn euch das Video gefällt. Und schaut auf jeden Fall auch auf meinem Discord vorbei. Hier haben wir einen eigenen Soul Mask Server und eine richtig fancy Community. In dem Sinne Leute, viel Spaß und let's go. Ja, meine Lieben, wenn ihr euch dran erinnert, hatten wir ja die beiden Lamas im letzten Part noch hier in diesem kleinen Truthahnstall stehen. Ich habe euch dann natürlich gefragt, hey Leute, irgendwie kriege ich die da nicht raus, wie geht es? Und ihr habt mir nützliche Tipps gegeben und jetzt, tada, stehen sie natürlich auch draußen. Hier ist der Futter- und der Wassertrog, das heißt, sie sind auf jeden Fall versorgt und sie sind erwachsen und keine Mutanten-Lamas, sowie von einem aus unserer Community. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt an, denn dieses Lama ist wirklich größer als ein Haus. Ja, auf jeden Fall wollten wir uns ja auch einen Alpaka-Sattel machen, damit wir mal den ersten Ausflug machen können. Und ich habe tatsächlich jetzt hier eigentlich schon alle Mats reingepackt, dass wir uns den ganz schnell craften können. Und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das dann so ist. Ich war ja nur kurz auf einem Lama, eben bei uns auf dem Community-Server. Aber ja. Ah, wenn ich es gerade sehe, es gibt auch das verlängerte Lama-Sitzkissen und das wird zum Transport eines weiteren Barbaren im Koma verwendet und kann auf ein Lama gesetzt werden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann kann man sich die nämlich irgendwo anders holen und einfach mit aufs Lama packen. Richtig geil. Hier habe ich auch eine Zuchtfarm gemacht. Die werden wir dann auch noch platzieren. Aber jetzt kümmern wir uns natürlich erstmal um den Alpaka-Sattel. Und ich finde es natürlich schon wieder richtig scheiße, dass es jetzt dunkel ist. Ach ja, okay, wie kann ich denn jetzt Gegenstand ansehen und dann wahrscheinlich einfach hier reinziehen. Und schon hat unser kleines Lämchen, Lamachen, einen Sattel. Und wir sind drauf. Ist das geil. Können wir damit auch schnell pacen? Ja, tatsächlich. Hat es irgendwie auch? Ja, es hat einen Ausdauerbalken. Okay, alles klar. Das finde ich geil. Jetzt haben wir das. Wir können mit R absteigen und mit B die Reittier-Dings öffnen. Auf jeden Fall hat das Lama um einiges mehr Space als ich. Aber wir werden jetzt erstmal absteigen. Und dann uns auch nochmal die Rüstung anschauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich noch genug Mats habe. Also ich kann mir zumindest eine Hose machen und ein Oberteil. Dann machen wir uns doch jetzt einfach mal die Hose. Nee, nicht fünf Stück, ein Stück. Das Oberteil und die Schuhe. Dann haben wir nämlich schon mal ein Teil. Knochenpfeile habe ich mir auch gemacht. Und hier sind noch Federn. Die packe ich jetzt einfach mal da rein in der Zwischenzeit. Und unsere Rüstungsteile sind fertig. Das Oberteil ist sogar exzellent geworden, die Schuhe hervorragend und die Hose leider nur normal. Dann können wir doch das jetzt hier mal wegpacken und das hier alles anlegen. Ja, sieht jetzt nicht irgendwie richtig schön aus, aber na gut. Besser als nichts. Wir packen uns jetzt mal ganz schnell diese Zuchtfarm hier rein. Und gehen mal damit raus. Und jetzt will ich mal wissen, wie groß die ist. Ach, die ist gar nicht so groß. Was kann ich denn dann hier züchten? Das ist jetzt die Frage. Wo stellen wir die denn hin? Ja, hör mal, ich weiß es auch nicht. Vielleicht hier so neben die Kornkammer? Jawohl. Lager von Zuchtfarm. Was kann denn hier rein? Können da Eier rein? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Naja, wir müssen die Zuchtfarm dann auf jeden Fall auch jemandem zuweisen. Ah ja, und hier liegt ja noch unsere... Oh, die hat fast keine Sättigung mehr. Wir brauchen dann ganz dringend irgendwie Suppe oder so. Hier habe ich noch Fleischbrühe. Dann kriegt sie jetzt auf jeden Fall ganz schnell die Fleischbrühe.
damit sie uns nicht davon stirbt. Und hä, Anerkennung null? Als ich das letzte Mal das gemacht habe, da war die Anerkennung viel höher. Aber naja, gut. Dann iss jetzt mal ganz schnell deine Suppe. Ah ja, super. Jetzt hat sie wenigstens wieder Sättigung. Das reicht aber nicht. Wir müssen ihr also noch mehr geben. Und was ist mit der Anerkennung? Steigt die auch wieder? Fischsuppe haben wir noch. Und das war's. Das heißt, ich müsste hier erstmal Zeug craften. Ja, aber dann mach mal das halt. Ey, Leute, könnt ihr mir sagen, wo ich die Hitzeschutzmodifizierung her habe? Habe ich die her, weil ich einen Gegenstand zerlegt habe? Nur weil ich es jetzt gerade sehe, während wir hier noch die Suppe am Craften sind. Beziehungsweise ich denke, 6 Stück sollten erstmal reichen. Kann ich denn mit dieser Modifizierung jetzt noch irgendwie das hier draufklatschen? Ja, tatsächlich kann ich machen. Okay, ja cool. Dann haben wir ja auch schon wieder ein besseres Rüstungsteil. Und dann braucht sie hier ein bisschen Suppe. Reicht es jetzt? Ich weiß auch gar nicht, warum die hatten die eigentlich so viel Hunger und warum steigt die Anerkennung bei ihr nicht? Wenn ich das wüsste, jetzt steigt sie. Okay, dann bekommt sie noch eine Fischsuppe von uns und dann sollte das eigentlich hoffentlich langsam mal was werden. Es gab ja, ich glaube, gestern oder vorgestern auch das große Major-Update von Soul Mask, in dem sich ein paar Sachen geändert haben. Ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier statt einem Stammesmitglied immer 3 mitnehmen können. Deswegen steht hier 0 von 3. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Das macht es nämlich um einiges leichter. Und aktuell ist es auf Steam auch um 10% reduziert. Also solltet ihr es noch nicht haben, lohnt sich es auf jeden Fall jetzt zu kaufen. Ich wollte eigentlich ihre Position mal zurücksetzen, weil die mir auch schon wieder in der Tür steht. Verstehe das nicht. Und wenn wir schon dabei sind, können wir mal ihre Stammesmitgliedarbeit ansehen und ihr einen Auftrag geben. Und zwar züchten und schlachten, ist es das? Ja, Zuchtfarm. Sehr schön, dann kann sie sich nämlich auch da noch drum kümmern und dann passt es soweit auch. Dann hätte ich jetzt gesagt, warten wir, bis es wieder Tag ist, weil sonst sehen wir ja nichts. Und ich werde in der Zwischenzeit mal meine ganzen Sachen reparieren, damit wir dann frisch losdüsen können. Hey, und was ist hier? Hier liegt lauter Kaka. Von den Alpakas. Oh nein. Ah, geil. Oh, habe ich vorher die ganze Zeit Lama gesagt? Ich glaube schon. Ich meinte natürlich Alpaka. Wir haben ein männliches und ein weibliches. Können die auch Babys machen vielleicht? Das wäre nämlich ziemlich geil. Vielleicht kriegen wir dann auch so ein Mutantending raus. Dann nennen wir es Dwayne The Rock Alpaka. Okay. So, und während es jetzt nach war, habe ich unser kleines Häuschen noch ausgebaut mit den Holzwänden. Die Dächer muss ich noch machen und hier diese Zäune. Und dann sollte das auch erstmal ganz cool ausschauen. Jetzt kann ich aber mal kurz das eine Ding hier wieder reinpacken. Ja, und eigentlich das auch. Und dann können wir mal auf die Karte schauen, wo es uns heute hinzieht. Also hier bei der Saline waren wir ja im letzten Part schon, beziehungsweise im vorletzten. Und dort kann man auch mit der Spitzhacke quasi Salz abbauen. Das Barbarenlager kennen wir schon, die Barbarenkaserne kennen wir auch. Was haben wir denn hier Schönes für ein Fragezeichen? Und was ist das hier? Mittlere Mine, Wächter, Feuersteinstamm, gibt aber Zinnerz. Wisst ihr was, wir gehen zuerst mal hierher und schauen, was da so abgeht. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, soll ich mir Leute mitnehmen oder doch lieber erstmal alleine reisen? Ich glaube, ich möchte erstmal alleine reisen. Also dann. Huch, wie lenke ich denn das Ding? Ach so, einfach so. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir langsam. Wow. Also Leute, wir sind jetzt gerade angekommen und ich habe das Nest der Bestie entdeckt. Ach so, das ist ein Panther oder so. Okay, interessant. Kannst du bitte da hochklettern? Okay, das habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Ich werde dich jetzt anschießen, wenn ich irgendwie weiß, wie das geht. Ja, okay, okay, zack.
Oh, das hat ihm ja gar nichts abgezogen. Habt ihr das gesehen? Ja, der Depp ist halt einfach hier draufgesprungen. Ach, scheiße. Hilfe. Nein, ich will das nicht nochmal. Nee, nee, verzieh dich. Aha, okay. Shit, ich muss mich ganz kurz irgendwie heilen. Nein, 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 ich stehe irgendwie doof jetzt halt. Jetzt weiß ich ja auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber wisst ihr was? Ich kann ja auch mit dem Speer. Hey, bleibst du gefälligst da? Der Ander springt halt einfach weg. Komm her. Ich rede mit dir, ja? Oh, der sieht aber hübsch aus. Oh. Oh, ich darf mich nicht bewegen. Doch, ich muss mich bewegen, sonst kann ich mich ja nicht verbinden. Ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Also irgendwie muss ich das anders machen. Naja, wenigstens lässt er mein Lama in Ruhe. Ich muss das anders machen. Ich muss irgendwo raufklettern. Kletter. Kletter, habe ich gesagt. Oida, und da kommt er gleich wieder angesprungen. Der hat aber auch einen Sprung drauf, ey. Ist doch nicht normal. Ja, geh zurück auf deinen Platz. Oida. Hey, das ist ein Sacksteiger. Kann ich dem nichts zu essen hinschmeißen? Ich schieße ihm jetzt direkt in den Pöbbes. Boop. Das hat ihm aber nicht so viel abgezogen. Scheiße, und er resettet sich halt dann immer. Ja, das bringt so einfach nichts. Das bringt nichts. Ich muss mich einfach stellen. Es hilft ja nichts. Lauf! Nein! Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Ah, so hässlich. Okay, wir sind jetzt wieder zurück bei unserem Leuchtfeuer und wisst ihr was? Ich werde mir jetzt, halt, du bleibst mal, du kommst mit mir mit und Dori, wo bist du? Bleib mal bitte da. Dori kommt auch mit. Und Nata kommt auch mit. Ihr folgt mir jetzt und dann werden wir dieses Viech kaputt machen. Ja, und Leute, was ist jetzt schon wieder passiert? Auf dem Weg zurück mit meinen drei Gefolgsdamen. Auf dem Weg nach oben kommen plötzlich zwei Dschungelpanther auf uns zu. Die haben mich instant umgehauen, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Ich dachte, es wären irgendwelche kleinen Hunde oder so. Haben mich natürlich getötet und ich habe mich dann bei Nata wiederbelebt und ja, dementsprechend ja, sind wir jetzt nur noch zu dritt und müssen jetzt gucken, ob wir das vielleicht dann letztendlich hinkriegen, diesen Panther kaputt zu machen. Aber wenn wir jetzt diese zwei Leoparden geschafft haben, sollte das jetzt vielleicht kein Problem sein. Dann legen wir doch einfach mal los. Ja, komm her. Wo sind meine Mädels? Mädels, wo seid ihr? Da sind sie. Ich habe eigentlich schon F1 geklickt. F1, greif ihn an. Genau. Ich will ihn eigentlich von hinten, aber er dreht sich die ganze Zeit. Oh, der hat vielleicht ganz schön viel Leben, du, das sage ich euch. Und schauen, ob wir das irgendwie überleben. Ich spam jetzt einfach mal F.
Oh, jetzt hat er mir wehgetan. Ich muss mich verbinden. Oh Mann, und ihr geht's auch nicht mehr so gut. Scheiße. Oh, ich muss weg. Jetzt hat er mich wieder getötet. Ah Mann, und jetzt ist nur noch Dori am Leben. Nee, es ist gar keiner mehr am Leben. Na toll. Ich glaube, ich stelle mich einfach zu dumm an. Falls ja, dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich glaube aber, ich würde den Part an der Stelle dann beenden. Und dann düse ich jetzt nochmal alleine hin und versuche, meine Todespakete zu holen. Ja, und damit sind wir schon wieder fertig mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem einigermaßen unterhalten. Ich bin gefrustet, aber gut, sowas passiert halt eben auch und mir anscheinend ständig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann, macht's gut. Bye, bye.